Pressekonferenz. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Freitags muss immer zügig gearbeitet werden. Und von daher will ich auch gar nicht groß vorreden. Zuschauerzahl steht diesmal mit drauf, 1735. Und jetzt sind wir gespannt auf eure Statements zum Spiel. Und wie immer gebührt natürlich dem Gast das erste Wort. Robert, bitte. Ja, erstmal Glückwunsch an Hamm und Nils. Ja, wir sind natürlich enttäuscht. Verlieren, das will man ja nicht machen, aber Glückwunsch an Hamm. Wir haben verdient gewonnen, gutes Spiel gemacht. Ich finde auch, unsere Anfangsphase ist gut. Nicht überragend, aber gut. Wir haben früher mit 4-1 nach 15, 16 Minuten und haben eigentlich das Spiel so, wie wir das haben wollen. Aber dann geben wir einfach das Spiel aus der Hand, dann machen wir schnelle Sachen nach einem Pass, nach ein paar Sekunden, und die kriegen zwei schnelle Gegenstoßtore und dann ist das Spiel eng und knapp, und dann kommt die Halle und dann kommen die Spieler von Hamm, die wachsen einfach, und da spielen die sich in einen Rausch, was schwer ist, das wissen wir auch, das kann uns gegen jede Gegner passieren, und das haben wir einfach geglaubt nach diesen 15 Minuten, dass das Spiel gelaufen ist. Und das nochmal zu drehen, da haben wir kein Mittel gefunden, kein Spieler hat das geschafft heute. Und dann kommt alles zusammen über einen Torwart in Hamm. Ich glaube, er hält 10 freie Bälle von uns. Wir verwerfen 3-7 Meter. Und ja, wir kriegen kein Mittel, um das Spiel zu drehen. Und wir haben einfach zu wenig Einzelaktionen. Kein Spieler, der das in der Hand nimmt, und auch als Mannschaft machen wir unser erstes richtig schlechtes Spiel. Wir haben keine Bewegung, nicht durch ein Tor, kein Druck, wir gehen zu viel seitwärts und so weiter. Und, kein gutes Spiel von uns, aber Hamm hat es super gemacht, gutes Spiel und verdient gewonnen. Vielen Dank, Robert. Nils, du hast mir vorher die Dinge aufgezählt, die es braucht, um so einen starken Gegner wie Erlangen zu schlagen. Ich habe sie alle gesehen heute Abend. Ja, durchaus. Also das ist für uns schon was Besonderes, das muss man sagen, so einen Gegner zu gewinnen. Ich habe der Mannschaft, ich habe so einen Vergleich Göppingen-Kiel vorm Spiel gezogen. Das ist, wenn man so in der Phase, das war so ähnlich vergleichbar. Die haben wahrscheinlich auch gesagt, ja, wenn alles normal läuft, dann wird Kiel gewinnen. Aber wir müssen bereit sein, wenn es so eine Phase gibt, wenn es nicht normal läuft. Wenn es Phasen gibt, jetzt wie auch hier gegen Erlangen, wo es nicht hundertprozentig, wo ihr nicht auf der Höhe seid. Und dann müssen wir da sein. Und dann müssen wir parat sein und dann müssen wir die Chance nutzen. Und das hat die Mannschaft heute hundertprozentig gemacht. Ich glaube, wir haben eine richtig gute Abwehr gestellt. Mit einem überragenden Torwart, muss ich ganz klar sagen, was Thomas Schott gehalten hat. Das war wirklich erste Klasse. Aber das hat er den letzten Spieler auch schon. Er hat also jetzt eine hohe Konstanz da drin. Vielleicht nicht diese hohe Anzahl, das ist auch jetzt außergewöhnlich, muss ich sagen. Aber wir waren immer so im 17er, 18er Bereich, jetzt waren wir bei 22, das ist schon mit 30 Metern, ist das schon überragend. Das bedarf es aber auch. Ne, dafür müssen wir uns nicht entschuldigen. Ne? Und das gehört dazu, wenn man so einen Gegner schlagen will, gehört das dazu. Und dann kam natürlich die Halle, ne? Das ist ein großes Kompliment an die Zuschauer, die uns dann natürlich echt super unterstützt haben. Ne? Und dann gebe ich dir recht, dann wachsen unsere jungen Spieler, die wachsen denn. Wo Ritterbach fast von der Ecke war, ein Ball und so. Ne? Und so kommt dann eines zum anderen. Was gegen Bad Schwartau denn nicht geklappt hat, klappt jetzt auch einmal. Und so kam bei uns heute alles zusammen. Bei Erlangen hat wenig geklappt und dann gewinnen wir mal. Aber ich bin fest davon überzeugt, Robert, das wäre auch schon. Danke. Dann wirst du mir besser. Ja. Ja, vielen Dank soweit schon mal an den Trainer. Fragen von euch? Was da unten? Ja, Herr Andersson, haben Sie damit gerechnet, dass der Pavel Borak so an die Leine genommen werden konnte? Also, ich glaube, kein Tor hat er heute gemacht. Stimmt. Dafür relativ viel gespielt. Ja, wir haben ja sehr wenig Torwartsprogramm gemacht. Ich glaube, der einzige war Teilinger. Aber Pavel, Nico, unser Rücken mit. Aber da kam einfach nicht viel. Und ich fand, wir haben gut Abwehr gespielt, aber ich fand, wir haben auch eigentlich das einfach für uns gemacht, weil das ist eine Abwehr, was wir normalerweise gegen spielen, nicht diese Offensive und so weiter, 3-3, was die auch gemacht haben. So, da kam einfach zu wenig für uns. Und das ist
Ja, da, also wir wissen das, da, das ist auch meine Aufgabe, jedes Spiel, das Spiel auch auf Niveau zu kriegen, wissen, dass es nicht von sich alleine läuft, nur weil wir alle sagen, wir sind Favoriten, und das habe ich heute nicht geschafft mit meinen Spielern. Da bin ich sehr enttäuscht. Aber wie gesagt, da muss mehr von vielen Spielern kommen. Und Pavel hat gute Spiele gemacht, aber wir sind nicht nur von einem Spieler abhängig, sondern von vielen. Nur so kann man Spiele gewinnen. Wir haben heute. Die ganze Mannschaftsleistung war super. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, Regeneration ist wichtig an diesem Wochenende. Dann will ich die beiden Trainer auch schnell entlassen. Euch wünsche ich einen guten Heimweg, viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Alles klar, danke. Und dann noch einen schönen Abend.